Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge zu dem Silent Hill 2 Remake. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als wir die Alternativwelt anscheinend verlassen haben und dabei den Pyramid Head getroffen haben. Ja, ich habe den zweimal gemacht, weil ich war der Meinung, man muss ihn, glaube ich, gar nicht anschießen. Ich habe es trotzdem, glaube ich, dreimal gemacht beim zweiten Versuch, ist ja auch egal. Und ja, jetzt sind wir hier anscheinend wieder in der normalen Welt. Also es sieht nicht mehr alternativ aus. Wir haben das Mädchen noch getroffen, die anscheinend seine verstorbene Frau irgendwie zu kennen scheint. Und was es auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Let's go! So, Munition müssen wir noch haben, ja. Genau, wir hatten ja jetzt hier alles schon geguckt, ob wir noch irgendwo rein können. Da war nichts. Autos haben wir auch schon abgeschlachtet. Ja. Das Spiel ist jetzt auch fertig. Schön, dass es jetzt in der Aufnahme drin ist. Ist ja auch egal. Ja, ich würd gerne nochmal auf die Ostseite gehen, aber leider ist es über uns. Vielleicht kommen wir da nochmal hin. Denn wie gesagt, ich hatte ja einen Raum vergessen. Beziehungsweise habe den Code nicht gefunden gehabt. Das ist hier ein Park. Rosewater Park, okay. Wir laufen erstmal komplett nach hinten. Ob es hier irgendwo was gibt, da haben wir doch schon mal was. Was haben wir hier? Patrick Chester, Sohn von Edward, er kämpfte und starb für das Volk, die Freiheit und für unsere Zukunft. Sein Andenken lebt weiter. Mein Namensvetter. Okay. Ja, mal wohnen. Können wir hier durchgucken? Schauen wir uns mal den Rand an. Okay. Gibt's hier irgendwas? Ich hoffe, hier ist nicht der richtige. Ja, natürlich. Nee, noch nicht. Noch erst umgucken. Nein, nein, zurück. Zurück, ich kann nicht mehr zurück, verdammt. Na gut, dann gehen wir mal hin. Hätte ich mir auch selbst denken können. Look like your girlfriend. No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. 3 years ago. It's just I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I don't. Hey. It's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. Something. I can't quite. Hey! I think I might know. I mean, there's this one place.
Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... So it's okay. Yeah. Die Personen, die hier in der Stadt rumlaufen, sind irgendwie alle ziemlich creepy. Bis auf den einen Typen, den wir da getroffen haben, der da ins Klo gekotzt hat. Das war bis jetzt für mich der einzig normale. Oh, jetzt sind wir wirklich zu zweit unterwegs. Unheimlich. Triff Maria. Okay, warte mal. Guck mal, ob hier noch was gibt. Nein. Oh, wird das jetzt so eine Szene wie bei Resident Evil mit Ashley? Wehe. Oh, ich hoffe nicht. Warte, wir müssen uns umgucken. Wo sind wir eigentlich hin? Keine Ahnung. Sie wird uns schon den Weg zeigen. Ah, das ist kaputt. Through here. Warte, bin noch nicht fertig mit gucken. Siehst du hier zum Beispiel noch was? Zum Andenken an die 67 Frauen und Männer, die an einer Krankheit starben und im See schlafen. Okay. Warum schlafen die im See? Ich will ja nichts sagen, aber da fehlen zwei Köpfe. So, und in dem Park haben wir uns auch noch nicht umgeguckt. Wow. Ernsthaft? Aber ich hab bestimmt wieder was verpasst. Ich hasse immer Spiele, die künstlich den Weg zurück versperren, ey. Warte, wir müssen noch hier gucken. Ah ne, scheint, ich komme hier auch hin. Überall sind hier die Köpfe ab. Halt. Wanna take a breather? What? I know, I just... Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. You know, if there's anything you want to talk about... Warum ist sie zu? No. Let's just keep moving. Bin ich eben auch schon an der Toilette vorbeigekommen? Oh. This place we're going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Ich glaube, wir sind vorhin nicht hier lang gekommen. Who is that? Just a woman. Killed for no real fault of her own by moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know? Darf ich jetzt lesen?
Opfer der Verfolgung durch, keine Ahnung, Jenny Carroll führte ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. Okay. So, haben wir noch irgendwo Munition? Da geht's hoch. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Aber ich will mich hier mal noch ein bisschen umgucken. Wundert mich, dass hier keine Kreaturen rumlaufen. Hier haben wir noch irgendwas. So far from home. 14. Hatten wir nicht schon mal ein Bild mit 14? Ne, war 16, glaube ich. Das sind bestimmt Sammelobjekte für irgendeine Trophäe wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Wo sind wir hier jetzt? Ach, wir sind wieder zurück. Okay, jetzt sind wir jetzt eine Runde gelaufen. Jetzt gehen wir mal in die Mitte. Wo es keine Mitte gibt. Okay. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Gibt ja nur noch den Weg. Oh. So. Das Motel. Geradeaus. Aber wir haben gelernt, wir sollten uns ein bisschen mehr umgucken. Dann tun wir das doch mal. Hey, wrong way. We already passed the motel. James, your wife, what was she like? Or is... Sorry, I'm not. That's fine. Why do you ask? Just curious. I'm not sure I want to talk about it. Oh, come on. You said we look alike. Please give me something. Genau, weiterlauf. Wundert mich. She liked to play the piano. I'm not sure if you're really that much alike. Oh, I don't strike you as the pianist type. Let's just leave it. Sure, James. Ah! You startled me. Verzeihung. You know we're heading the wrong way, right? Ja, weiß ich. Yeah, I, just bear with me, okay? Whatever you say, big man. Wir können ja hier schon überall hin, ne? Jetzt haben wir schon mal Munition. Wir erkunden nur kurz die Gegend. Oh. James? Irgendwo krieg ich hier noch was. Da. Okay. Das kam jetzt ein bisschen überraschend. Das war bestimmt jetzt nur ein Gegenstand für später eigentlich. Aber dass wir jetzt hier schon frei erkunden können, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Die ganze Zeit waren keine Gegner da und jetzt kommen sie auf einmal alle. Jesus.
falsche Scheibe. I think you just saved my life back there. Glad I did. Yeah. So am I. Ja, okay, komm, wir gehen erstmal zurück in. Das habe ich gesehen. Zu spät. Wir gehen doch erstmal ins Hotel. Scheinbar können wir jetzt hier schon alles durchsuchen. Aber okay, wir wollen ja auch weiterkommen, oder? Ich habe die Vermutung, wir können hier eh noch alles durchsuchen. Jetzt laufen die alle rum hier. Kommt einfach mal alle her. Na, du musst doch treffen. Die Reichweite von der Waffe ist nicht gerade lang. Ich glaube, durch den Griff, den wir da aufgehoben haben, haben wir irgendwas getriggert, dass auf einmal alle Gegner da sind. Was eigentlich hätte gar nicht sein sollen, glaube ich. Eigentlich. Aber naja, egal. Jetzt sind sie einmal da. They're coming. Komm her! Kleines. Dann halt so. Kleines, dummes Ding. Ah, dann komm. Ab ins Hotel. Motel. Hier muss der Weg sein. Hier nicht. You ever stayed in a place like this? The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. Bist im Weg. Oh, hier ist ein Safe. Da haben wir leider keinen Code. Falls irgendwer was braucht, ich repariere die Rohre in 107. Okay. Tresor hat auf jeden Fall markiert. Okay. 107 wird oben sein. Oh, hier ist Speicherpunkt. James? Is everything all right? Ja, ich muss speichern. Hey, you okay? It's like you froze for a second. Yeah, it's fine. Hier brauchen wir anscheinend Schlüssel. Strange. Why is that strange? I never mind. Da werden wir wieder zurückkommen, oder? Zurück ins in die Ostseite. Oh, hallo. Cozy. This room. There's something wrong with it. I think we should leave. Oh, loosen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. Aber sie wundert sich auch nicht, warum da Monster rumlaufen, oder? Komisch. Ha. Huh.
Hier ist noch Parkplatz, dann sollen wir wohl nach oben. Dann machen wir das doch. Durch die Scheibe. Bei Tür zu. Can you let me in? Ja, ja. Das ist ihr Zimmer, oder? Why, thank you, good sir. Das verraten mir die Klamotten hier. An Heilung mangelt es echt nicht. 1, 3, 8, 0. 1 weniger, 1 mehr, 3 weniger, 1 mehr. What? Also 0, 4, 11, 1. Könnte das der Tresorcode sein? Halt. Wenden. Werkzeugkastennotiz. Ich denke mal, im Tresor wird der Schlüssel für das Tor sein, wa? Weil mehr ist er hier nicht. Okay. Hey, you think I'd look good in this one? Sure. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Tresor der Schlüssel für das Tor da hinten ist. Halt, aber hier. So, was haben wir gesagt? Eins, drei, acht, null. Eins weniger bei eins macht null. Drei plus eins mehr macht vier. Acht plus drei macht elf. Und null, eins mehr macht eins. Also null, vier, elf, eins. Null, vier, elf. Warte mal, es sind 1, 2, 3, 4, 4, 4 Zahlen nur. Halt. Es sind nur 4. Richtig lesen, 3 weniger. Also statt 8 sind es 5. Also 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Alter. Kann die sich nicht selbst wehren? Thank you, James. I'm not sure I would have made it. Just stay close. Aber, wait, warte mal. Dann könnten wir doch jetzt wirklich zurück in den Osten, oder? Hey. Where to now? Just down this way. Wow, einfach hier lang. Einfach geradeaus, oder was? Nee. Ups. Villa. Ich will mal gucken, ob ich zurück in den Osten kann.
Ha! Ein Satz mit X, das war wohl nix. Straße ist kaputt. Okay, können wir jetzt hier in die Villa rein oder was? Hier liegt auf jeden Fall irgendwas. Okay, das soll mir was sagen? Keine Ahnung. Das ist ja creepy. Sie kommt gar nicht erst rein, okay. Dann sind wir hier wohl falsch. Yeah, it's just this place just gives me the creeps. I'm not sure why. You ever been inside? I'm not sure. It does feel familiar somehow. Like a bad memory. It's nothing, really. Okay. Links oder geradeaus? Gehen wir erstmal links, weil das ist eh eine Sackgasse. Jupp. So, James. Hm? 3 years. That's a long time. What will you tell her if, when you find her? I love her. Oh, then. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Hm. Freue mich jetzt natürlich, wofür wir den Wagenhebel brauchen. Irgendwie ist das hier irgendwie zu ruhig. Again. Ja. Könnte jetzt unser nächstes Ziel sein. Mondlichtpark, Revier-Theater, Krankenhaus. Also das Krankenhaus kommen wir auf jeden Fall. Das kann ich schon mal versprechen. Hier läuft ein Generator. Ne, ein Auto. Wir haben Gesellschaft. Meine Waffe. Wir haben eine neue. Wieder dieser Wind.
hinten anschleichen wollen. Viele. Ich glaube, man muss sie eigentlich nicht alle töten, aber wir haben genug Munition. Schlag. Wir waren auf der anderen Seite noch nicht, oder? Ja, das sind wir ja rumgelaufen, oder? Ja, ja, okay. Jetzt sind wir jetzt eine Runde rum. Der hätte uns schön von hinten angegriffen, der Sack. Kleines Arschloch. Through the fence. Wir sind aber noch nicht fertig. Okay, hier hätte man noch eine Abkürzung machen können. Ja, okay, brauchen wir jetzt nicht. Ich denke, man hätte auch eigentlich auch einfach vorbeirennen können an allen. Man hätte sie jetzt nicht alle besiegen müssen. Aber wir haben noch genug Munition und ich dachte, ein bisschen Action kann nie schaden, oder? Oder was meint ihr? Wo sind wir jetzt hier? Was ist das für ein Gebäude? Haven's Night. Klingt auch nach einem Hotel.
So ihr Laden oder was? Und wieder so dunkel. Könnt ihr nicht mal das Licht einschalten? Seht ihr überhaupt irgendwas? Da geht doch. Man muss es nur wollen. Ready to kill it. 12. Was soll das so richtig darstellen, diese Fotos? Irgendwie komisch, die Frau. Oh, mal spinnt, wo was drin ist. Ey, ist das dunkel hier. Okay, da kann ich nicht rein. Ist irgendein Club. Maria? Gibt's eine Privatvorstellung oder was? What? Oh, come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this a special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay just for a little while? Catch our breath before we head back out there? I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. That's a nicer way of putting it.
Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's to... to hope undying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. Okay. Scheinbar hat er mal was mit Alkohol zu tun gehabt, so wie er geguckt hat. Was haben wir hier? Lesen. Verloren und gefunden. Ich kann aber nichts rausnehmen. The Fifth River. Noch irgendwas? Hier ist ein Speicherpunkt, das trifft sich gut. Is that you? Would you like it to be? Wow, was für eine Antwort. Trifft sich natürlich gut, dass da ein Speicherpunkt ist, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ja, so schnell kann es gehen. Scheinbar hat sie ja echt mal gearbeitet. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich. Und würde mich natürlich freuen, wenn er in der nächsten Folge wieder einschaltet. Mit mir, dem Doomsday und Silent Hill 2 Remake für die PS5. Und bis dahin, haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.